Hey, schön, dass ihr auch beim zweiten Teil der Punzierserie dabei seid. Letztes Mal hat Jürgen Vollbach uns gezeigt, wie er das Pattern vorbereitet. In diesem Teil dreht sich alles um die Übertragung des gezeichneten Patterns auf das Leder. Jürgen, leg los. Jetzt habe ich hier ein Stückchen Leder fertig gemacht. Größe habe ich jetzt nicht gerade im Kopf drin. Das Teil selber hat ja ca. 7x10. Und ich habe ein Stückchen Cardboard, also diesen Graukarton, den man im Quadratmeter für ein paar Euro irgendwo bei Bösner Bilderrahmengeschäft oder wo auch immer bekommt oder im Internet halt. Ich arbeite also quasi mit der Stärke zusammen, weil das ergibt für mich jetzt hier in diesem 2,2 mm Leder eine Gesamtstärke von 4 mm. Und die will ich natürlich ausnutzen. Jetzt kommt wieder diese typische Sache mit dem Aufkleben auf Karton. Ich demonstriere es hier im Prinzip nochmal. Ich nehme also ein Kreppband, Malerkreppband. Das ist Reißtape, wie sich das hier schimpft. Das hat den Vorteil, es ist nicht zu stark klebend, es ist leicht klebend und es hat eine leicht gewachste Oberfläche. Das heißt also, dass ich das nachher auch besonders gut wegbekomme. Ich klebe das jetzt hier einfach mal in Streifen drüber zum Schutz für mein Leder. Viele sagen jetzt, ja gut, das reicht ja schon, dass sich das nicht stretcht. Das ist richtig. So ein Papier reicht auch schon, dass es sich nicht stretcht. Aber ich möchte mein Werkzeug schonen und ich möchte ein tiefes Relief haben. Und ein tiefes Relief, wie ich das jetzt hier im Prinzip punziert habe oder so, das ist halt nur zu erreichen, wenn man noch ein bisschen mehr Pufferfläche nach unten hat. Weil wenn ich mit dem Punzen hier jetzt reinschlage auf dem Metall, komme ich mit dem Punzen runter, aber irgendwo bremst mich meine Steinplatte. Jetzt habe ich hier meinen Klebekarton, den benutze ich eigentlich immer dafür, habe jetzt hier den Karton fertig und nehme jetzt hier einen handelsüblichen, im Internet gekauften Sprühkleber, angebliche Profi-Qualität, der tut es auch richtig. Was das Besondere ist hier, der hat einen speziellen Sprühkopf, den ich also bei U oder Patex nicht so vorfinde. Das hat den Nachteil dann, der ganze Sprühnebel hängt eigentlich auch in der Luft und verklebt die Haare, die Atemwege und ja, was man sonst nicht so gebrauchen kann. Es soll eigentlich nur auf dem Papier landen und ich gebe jetzt hier Sprühkleber drauf, aber ich brauche das ganze Ding nicht riesig zuzumatschen, sondern dann kommt eine Spur Sprühkleber drauf. Weil ich will ja nur, dass das heftet unter meiner Pappe und nicht vollflächig endverklebt ist. Irgendwann soll das Zeug ja auch mal wieder runter bleiben. Also lasse ich das mal gerade noch ein Sekündchen liegen und lasse da halt die Klebekraft entwickeln. Nehme jetzt hier meinen Sprayer und mit dem Sprayer mache ich schon mal mein Leder ein klein bisschen feucht. Ganz einfach, das weicht das Leder schon mal ein ganz klein bisschen an und wenn ich das gleich auf den Pappkarton drücke, ist das optimal schon vorbereitet zum Aufkopieren. So, jetzt pappt er, jetzt ist er gut. Also, Punkt erreicht, man muss da auch nicht stundenlang warten. Ich lege jetzt hier das Lederstückchen auf, einmal aufgedrückt, saubere Finger sind angesagt. Mal kurz von der Rückseite nachdrücken und schon hält das für die ganze Prozedur. Das liegt jetzt schön flach auf, hat den Vorteil auch, wenn ich jetzt in der Mitte etwas punziere, das kennt jeder von euch, der die Pappe nicht benutzt, dann wölbt sich das ganze Leder auf, logischerweise, was in der Mitte verdrängt wird, will irgendwo außen hin und bildet dadurch halt einen Teller. Und den dauernd mit der Hand runterhalten oder runterdrücken, ist einfach zu stressig und macht zu viel Arbeit. Zweitens ist halt der Verzug auf einem angezeichneten Teil hier fast bei Null, dann ist das nachher auch, bleibt das auch 7x10 mm. Das Transparentpapier mit der Übertragung hat noch folgenden Vorteil. Ich kann also jetzt auch hier wunderbar fixieren, wo mein Teil drauf soll. Suche mir jetzt hier circa die Mitte raus oder kann das auch schon vorher einmessen, 7x10, dieses, wenn ich jetzt einen bestimmten Rahmen habe. Nehme mir jetzt hier einen Bonefolder. Spanne jetzt meine Finger auf und fahre hier mit der hohen Kante im Prinzip über die Zeichnung drüber. Auf dem leicht angefeuchteten Leder müsste der Abdruck jetzt also im Endeffekt irgendwo tadellos sein.
Und ich habe genau das, was ich gezeichnet habe, auch auf meiner Vorlage drauf. Ich ziehe das ab und wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob es besser geht. Hier stimmt jede Kurve, jede Rundung, jeder Einlauf und alles passt perfekt aufs Material. Als nächstes hole ich mir mal gerade mal einen Stylus vor. Ein Stylus, das ist also zum Anzeichen, sollte etwas sein, was auch dementsprechend tatsächlich spitz ist. Ein Stylus jetzt, der da kommt mit so einer Kugel oder mit so einer Kugelgröße, der ist eigentlich bei einem Stylus falsch am Platz. Das sind Kugelmodellierer und ist dann kein Stylus mehr in dem Sinne. Und ich würde jedem raten, sich also einen feinen Stylus zu holen. Der darf allerdings auch nicht zu spitz sein, der soll ja nicht ins Leder kratzen. Jetzt habe ich hier meine Marker Points drauf, die kann ich mal ganz kurz andrücken. Weil diese Kreuze stimmen aus der Übertragung her. Nehme jetzt hier ein Kunststofflineal und kein Metalllineal, weil Metalllineal, Eisen und Leder, wisst ihr selber, verträgt sich nicht. Man sieht auch direkt besser noch durch, wo halt hier Linien und Kanten sind. Und deshalb kann ich, ich lese hier mal ein bisschen in die Kamera, kann ich jetzt prima von Punkt zu Punkt mal eben hier meine Außenlinien einzeichnen. Die dann, man sieht das jetzt hier auch genau in die Bleistiftlinien einlaufen, die ich vorher da ja ausgespart habe. Aber nur aus dem Grund, dass ich diesen Kranz, der ja einfacher mit dem Lineal zu zeichnen ist, nicht mit dem Bleistift mache, weil da kommen auch schon wieder Unregelmäßigkeiten rein, die man eigentlich auch nachher nicht so gut, wenn man es nicht kann, ausgeglichen bekommt. Und alles, was einfacher und schneller geht, da kann man sich ja sparen. Da brauche ich nicht mehr Bleistift zu machen. So, das Objekt ist erledigt. Ich persönlich fange jetzt direkt an zu swiffeln, weil ich halt die Übung habe, nicht mit der Handfläche auf dem Leder rumzureiben. Kann jeder mal für sich selber probieren, aber für den Anfänger oder Laien würde ich jetzt sagen, jetzt nehmen wir nochmal den Stylus und zeichnen einfach dieses ganze Spielchen mit dem Blatt. Auch hier wieder darauf achten, dass man hier genügend Abstand hat, dass man weiß nachher, ich setze mit dem Swiffelmesser hier und da an und rase nicht in die Linie rein. Auch hier reicht der Bogen. Der Bogen nach unten. Und wiederum dem Bleistift folgen, dem Pattern folgen, dass man eine optimale Spur hat. Es bringt nichts, wenn man jetzt anfängt zu wackeln oder da rein zu wackeln, sondern auf der Linie arbeiten oder wenn man sie etwas verwackelt hat, die Zeichnung halt die Zeichnung nochmal zu korrigieren mit dem Stylus. Ich mache das jetzt mal stillschweigend, dann geht es schneller. Ich rede eh zu viel. Die Rundung. Immer wieder dran denken. Drehen, 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 wenn es sein muss. Vollkommen egal. Hauptsache nicht gegen den Strich arbeiten. Und auch hier diese Übergänge. Alles schön wieder nachplanen, damit die Umläufe hier, damit das nachher beim Swiffeln richtig reinpasst. Auch hier bei sowas drauf achten. Wir haben hier drei Linien, die ankommen aus drei verschiedenen Ästen. Dann ist es eigentlich klar, dass dieser Ast der Mittelpunkt zwischen den beiden ist, wo das nachher auch, der hat nichts da zu suchen. Auch der Einlauf, der muss rund weitergeführt werden, damit das Gesamtbild, die Kelchform stehen bleibt. Weil man sieht hier, wenn man jetzt hier die Außenlinie zeichnet, das läuft hier ein und muss in einem Schwung nach hinten rumkommen. Wenn man das jetzt verfolgen würde, würde das so aussehen. Wenn das so nicht aussieht, dann hat man Zeichenfehler schon drin. Auch hier wieder breiter Rücken, schmal einlaufen. So, die liegen hinten, also kommt der Stamm auch nach hinten. Ich kann aber wählen, ob ich den Stamm weiter nach vorne setze oder nach hinten. Das ist nur, wie man denn dementsprechend das den Beveler nachher ansetzt, um entweder von links oder von rechts zu schlagen. Das lässt sich sogar noch, kann sich jeder sogar selbst noch irgendwo auswählen oder wenn er so etwas macht, welchen Stamm er jetzt nach vorne oder wen er jetzt nach hinten setzt. Jetzt haben wir das auf dem Leder drauf. Leder ist auch schon schön wieder was angetrocknet. Jetzt schön
handelsüblichen Radierer, nur schön weiß sollte sein. Auf gar keinen Fall einen roten oder einen blauen oder sonst was benutzen, sondern der muss richtig schön weich, dass ich auch hier drücken kann, ohne irgendein Problem zu haben. Ich gehe jetzt auch hier nochmal flach drüber, weil ich möchte eigentlich, man hat mir jetzt nur eine leichte Radierspur hier drin, die kann mir ruhig erhalten bleiben, weil wenn ich das Leder jetzt nass mache, ist das ganze Leder wieder dunkler und ich sehe es nicht. Und die Dinger verschwinden sowieso, egal wie. Spätestens zwischendrin kann man auch mal mit einem Radiergummi nochmal nachgehen. Sollte man etwas drin haben, sollte man das noch ein bisschen verschmutzt haben. Das kann man auch während dem Beveln oder während dem Schneiden, nach dem Schneiden, wie auch immer, kann man das auch noch erledigen. Jetzt haben wir also das Pattern erfolgreich auf das Leder gebracht. Der nächste Schritt wäre dann das Nachschneiden der Vorlage mit dem Swivel Knife. Im nächsten Teil dieser Serie dreht sich alles um eben dieses Swivel Knife, wie man es schärft und wie man damit arbeitet. Schaut rein! Ach ja, wer keinen weiteren Teil verpassen will, der sollte den Kanal abonnieren und vergesst die kleine unauffällige Glocke nicht zu aktivieren, denn nur so werdet ihr auch über neue Videos informiert. Jetzt seid ihr dran mit Üben. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Bis bald!